Wir treffen jetzt Paul Bukowski zu seinem Buch Hauptsache nichts mit Menschen. Danke, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Dass wir uns da einfach mal zusammensetzen. Du lebst seit über 10 Jahren im Berliner Wedding, prägst da die Szene, bist auf der Lesebühne. Und ich finde das ja ganz spannend. Du hattest das Buch Hauptsache nichts mit Menschen erst in so einem ganz kleinen, feinen Verlag rausgebracht. Dann hat dich der Goldmann Verlag entdeckt mit deinem Buch. Was war das so für ein Gefühl für dich, als dann dein Buch praktisch vom Goldmann Verlag nochmal rausgebracht wurde? Na, das war natürlich total abgefahren. Also das fing schon bei Satyr an, das war der Kleinverlag vorher. Die erste Auflage war winzig und auf einmal war die innerhalb von 4 Wochen ausverkauft. Das war schon sehr absurd. Hm. Und dann mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Satyr in der 7. oder 8. Auflage. Und dann hat Goldmann tatsächlich angeklopft und hat gesagt, wir würden das gerne noch als Taschenbuch rausbringen. Und das war natürlich ein ganz, ganz tolles Ding. Und dann ist wirklich in den Händen zu halten und es gab dann auch noch ein Hörbuch beim Hörverlag. Das war schon ziemlich aufregend alles. Natürlich auch ein bisschen die Sorge, dass es so einen Kontrollverlust gibt, weil großer Verlag, Random House, alles etwas ungewohntes Terrain. Aber mittlerweile, oder eigentlich vom ersten Moment an, war ich bei Goldmann eigentlich sehr, sehr zufrieden und habe mich sehr heimisch gefühlt und sehr wohl aufgehoben. Ja, deine Geschichten sind ja so vielschichtig, so von Eltern, die ihren Sohn behüten wollen, über Partys mit Friedrichshainer Designern bis hin zur Geschichte ja, von dem prügelnden Nachbarn. Woher nimmst du da so deine Inspiration? Ist das selbst erlebt? Oder im Grunde genommen verarbeite ich einfach das, was mir im Alltag passiert. Ich bin nicht so gut darin, mir Sachen komplett auszudenken. Es ist schon so, dass ich versuche, wahre Begebenheiten zu nehmen und die dann einfach weiterzuspinnen und zu verarbeiten. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele der Texte bei Lesungen extrem gut funktionieren, weil es oft Themen sind, die der Normalleser, der Durchschnittsleser einfach sehr gut kennt. Also wenn man zum Beispiel versucht, seinem Vater das Chatten oder das Skypen beizubringen, dann ist das etwas, was viele, nicht nur meine Generation, sondern eigentlich viele andere Generationen auch kennen und das durchaus nachvollziehen können und deswegen auch so lustig finden. Ja, in deinem Buch sind ja teilweise sind es Geschichten und teilweise ist es so ein bisschen wie ein Tagebuch, wenn dann so steht Montag oder so und dann nur ganz kurz. Das fand ich ganz interessant, diese Lesart, ja, so ein bisschen ungewöhnlich. Was reizt dich daran, das so ein bisschen ulkig zu schreiben? Na, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch versucht, ein Stück weit zu vermitteln, wer man selber ist und wie der Alltag so sich gestaltet und wie sich prägt. Und dann war die Idee der Tagebücher und der Tagebucheinträge, die ich zwischen die Texte gesetzt habe, eigentlich ziemlich naheliegend und habe dafür auch viel Zuspruch bekommen. Also viele Leute finden dieses Buch gerade deswegen so markant, weil es nicht nur eine reine Kurzgeschichtensammlung ist, die irgendwie unzusammenhängend ist, sondern weil es wirklich eine durchgehende Geschichte gibt und thematisch passend teilweise Texte einsortiert sind. Ja, es sind ja wirklich brüllend komische Geschichten, aber irgendwie, wenn man dann so kurz drüber nachdenkt, finde ich es auch teilweise ein bisschen traurig, dass Menschen so sind, ja. Erschreckt dich das nicht manchmal auch so ein bisschen, oder? Na, ich finde es natürlich immer ein bisschen ulkig und ich schaue mir das gerne an, aber ich versuche auch mal klarzumachen, dass ich überhaupt nicht über den Dingen stehe. Also es gibt ganz viele Texte, in denen einfach Selbstironie und Sarkasmus, was die eigene Person angeht, eine große Rolle spielen. Und ich finde es immer wichtig, obwohl ich der beobachtende Part bin, klarzumachen, ich stehe hier über niemand anderem, sondern ich bin Teil des Wahnsinns und wir sind alle irgendwie ein bisschen komisch. Und dieses Hauptsache nichts mit Menschen, wie das erste Buch heißt und das zweite alleine ist man weniger zusammen, schlägt ja auch in die gleiche Nische, soll natürlich überhaupt nicht da diesen misanthropen Anspruch ernsthaft vertreten, den Leute beim ersten Lesen vielleicht annehmen könnten. Sondern es ist natürlich alles sehr ironisch gehalten. Aber ich habe auch so, ja, das ist wirklich eine starke Prise schwarzer Humor und jeder kriegt da so sein Fett weg. Aber was glaubst du, ist es vielleicht auch so an der Zeit, dass man die Leute so ein bisschen aufrüttelt, weil das Mitmenschliche fehlt ja auch so ein bisschen. Ja, ich glaube, wir sind einfach in einer Gesellschaft mittlerweile angelangt, die sehr viel komplexer geworden ist als früher. Also es gibt Sozialsysteme auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt natürlich den Nachbarn nebenan. Also es gibt auch so sehr moderne soziale Kreise wie Facebook oder Twitter, die natürlich auch dann mit den Generationen in Konflikt geraten, die gar nicht kennen können oder begreifen können. Und das birgt, glaube ich, ziemlich viel Humor, wenn diese Ebenen zueinander finden und natürlich dann auch Missverständnisse entstehen. Da lege ich gerne den Finger in die Wunde, ja. Ja, du hast es schon gesagt, alleine ist man weniger zusammen. So ist der Titel deines Buches für das Jahr 2015, was du jetzt in Kürze auf den Markt bringst. Wieder sind es ja die Geschichten des Alltags, über die du herziehst. Aber diesmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, sind so die Sorgen des Einsamen. Der sucht immer irgendwie was. Wie jetzt mit dem Küken zum Beispiel, der ruft da dann an, der hat ein Küken in der Küche. Was kann er machen bei der Polizei? Können die ihm irgendwie helfen? Oder auch das mit dem Wohnungsinserat fand ich auch total lustig, dass dann einfach mal jemand in die Wohnung kommt. Ja? Und der will ja gar nicht die Wohnung vermieten. Warum hast du denn dieses Thema jetzt so mehr in den Fokus gestellt? Na, die Isolation ist natürlich, glaube ich, auch als Großstädter gerade ein wichtiges Thema, das einem tatsächlich im Alltag sehr oft begegnet. Also man hat oft das Gefühl, ist das überhaupt noch die Realität, in der ich mich hier bewege, oder ist die Anonymität der Großstadt etwas,
total artifiziell ist. Und damit mich ein bisschen auseinanderzusetzen, fand ich im Hintergrund ganz spannend, ohne das jetzt aber zu stark zu theoretisieren zu wollen. Und eher so die humorvolle Ebene daran zu finden. Das ist mir, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig. Ja, Familie ist auch wieder ein wichtiges Thema und nun auch so die, ja, sag mal, der Mischpoke, die du dann als polnisches Einwandererkind dann besuchst. Das fand ich auch sehr amüsant, die Geschichte mit dem Bus, mit der dicken Polin, die da was erzählt. Du besuchst dann also deine Heimat, deine Wurzeln. Was war dir dabei wichtig? Ich glaube, natürlich auch einerseits die Botschaft an den Leser, dass ich tatsächlich aus einem sehr vielschichtigen Elternhaus komme, dass ich deswegen vielleicht auch einen leicht anderen Blick auf die Gesellschaft habe als der normale Durchschnittsbürger. Und dann auch einfach die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst. Also ich komme eben aus einer polnischen Familie, die Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen ist. Ich habe so eine ganz gespaltene Identität. Und diese gespaltene Identität kultiviere ich tatsächlich auch so ein bisschen, was, glaube ich, in dem Text so die Hauptidee ist, das zu verdeutlichen. Ja, welche Erwartungen hast du jetzt so an die zukünftigen Lesungen deines neuen Buches? Na, Hauptsache, dass es den Leuten gefällt, also dass das Feedback ähnlich gut ist wie beim ersten Buch. Da war das Feedback ja wirklich ausgesprochen gut. Ich würde mich freuen, wenn das zweite Buch von meinen Lesern auch ähnlich gut angenommen wird und vielleicht auch noch ein bisschen weitere Kreise zieht. Dass es sich gut verkauft, hoffe ich natürlich auch, aber in erster Linie mag ich ja den Publikumskontakt. Ich habe mittlerweile 2 Lesebühnen in Berlin und deswegen ist es mir tatsächlich sehr wichtig, Lesungen zu machen und an Veranstaltungen teilzunehmen. Das ist so ein Stück weit diese soziale Ader, die dann doch wieder ein bisschen bei mir durchschlägt. Dass ich es eigentlich ganz gerne mag, mit meinen Lesern in Kontakt zu treten. Also nur zu Hause zu sitzen und für diesen obskuren, nicht bekannten Leser zu schreiben, wäre mir, glaube ich, viel zu trocken. Ich mag das, dass ich wirklich rumreisen kann, dass ich dieses Land ein bisschen kennenlerne, dass ich die Leute kennenlerne und auch sehe, wie sie auf meine Texte und meine Geschichten reagieren. Ich habe ja manchmal einen leichten Berlin-Schwerpunkt in meinem Buch, gerade im ersten, im zweiten ist es ein bisschen aufgelockerter. Und hatte da die Neugier, ob das zum Beispiel in Kiel oder in Rostock oder in Magdeburg oder in München ebenso gut ankommt wie in der Hauptstadt. Und hat glücklicherweise funktioniert. Ja, wenn man dich erreichen will im Netz, wo kann man dich da finden? Am einfachsten ist es auf meiner Webseite, paulbukowski.de. Da gibt es auch eine Auflistung aller Termine, wo ich unterwegs bin, wo man mich sehen kann. Ansonsten gibt es natürlich auch auf Facebook die Möglichkeit, meine Autorenseite zu liken. Und ich habe lange Zeit einen Backblog betrieben, den es auch im Internet gibt. Der muss haben 7sachen.de. Kann man sich auch gerne mal angucken, wenn man möchte. Gut, dann danke ich dir. Ich danke, vielen Dank.